Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Life is Feudal Forest Village. Hier ist der Lama, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und sage ganz lieb Dankeschön für die letzten Kommentare im letzten Gameplay-Video. Vielen Dank dafür. Ja, mein lieber Rüdi, ich würde dir ja gerne die größten und besten Neuigkeiten verkünden, aber leider kann ich das nicht. Ich habe vorab schon mal geschaut, ob wir vielleicht in unserem Brennofen oder in unserem Rennofen bei Rudi Rennsemmel etwas mehr Informationen finden, wie wir denn unsere Einweggläser herstellen können. Aber ich bin bisher noch in keinem Produktionsbetrieb darauf gestoßen. Ich weiß es also nach wie vor nicht, wie wir uns dieses hochwertige Gut in unserer Siedlung selbst produzieren können. Das Einzige, was ich bisher gesehen habe, ist, dass wir im Marktplatz diese Einweggläser für die Marmelade erhandeln können. Ja, zum Umtauschpreis von sage und schreibe 1:2, wenn wir tauschen, direkt mit Kräutern. Aber ob ich das möchte, das ist die große Frage, denn ich brauche die Ressourcen eigentlich für ganz andere Dinge. Die Kräuter sollen mir ja so ein bisschen den Arsch retten, in Anführungszeichen, damit wir hier wieder ein bisschen unsere benötigten Ressourcen auf Vordermann bringen können. Also dazu natürlich dann Stein und wenn wir noch was anderes benötigen, dann wird das wahrscheinlich eher Richtung Kleidung oder hochwertiger Werkzeuge gehen, aber warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Der Stein wäre mir eigentlich erstmal etwas lieber. Ja, und dadurch, dass das jetzt natürlich noch nicht funktioniert mit dieser Herstellung der Marmelade, die ja sehr, sehr kalorienreich ist, wie wir sehen können, 75 Kalorien, habe ich jetzt doch nochmal kurzfristig was anderes dazu genommen. Wir hätten hier zum Beispiel Kuchen für 55 Kalorien, Käse mit 36 Kalorien. Den können wir allerdings zwischenspeichern und weiterverwenden für den Fall der Fälle, dass wir Pizza herstellen wollen mit 69 Kalorien. Dann wäre das also das Doppelte im Ergebnis und wir hätten immerhin etwas mehr Kalorien als mit unserer Gemüsepastete. Und ich meine, so ein Stück Pizza ist sicherlich auch mal ein nahrhafter Happen zwischendurch. Und dann hätte man noch den Fruchtdrink mit 12 Kalorien. Ich denke, das werden wir als Sommergetränk durchaus mal in Betracht ziehen. Das bringt auch ein bisschen Abwechslung in die Bude. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir das auch ganz gut herstellen können. Die Frage wird nur sein, was wir dafür alles an Ressourcen brauchen werden. Wir werden jetzt hier mal schon mal ein bisschen Käse produzieren und Fruchtdrink. Da können wir auch mal eine Bäckerei für abstellen. Gucken wir mal, was das Ganze denn so kostet. Wir hätten also hier den Fruchtdrink. Naja, der braucht ein bisschen Wasser und zwei Früchte. Das ist eigentlich in Ordnung. Ganze 5 an der Zahl, das nehmen wir jetzt mal. So ein schönes, kühles Getränk für den Sommermonat ist, denke ich, nicht verkehrt. Und wir nehmen mal eine Bäckerei für die Herstellung von Käse mit zurück. So, da hätten wir also 4 Käsestückchen. Brauchen wir ein bisschen Milch. Die Milch, die kriegen wir ja. Die sollten wir allerdings jetzt vorab mal sperren, damit unsere Bevölkerung die nicht sofort verschlingt oder an die Kinder verteilt. Da müssen wir allerdings natürlich so ein bisschen in die Produktion erstmal reinkommen, denn unsere Kühe sind ja so effektiv noch nicht. Jetzt sind es immerhin noch 6 an der Zahl. Wenn hier kein Tier dazwischen kommt, ein Wolf oder sonstiges, sollte sich diese Population hoffentlich etwas steigern. Ja, wir hatten in der letzten Folge gesehen, wie schön das ist, wenn man genug Lebensmittel zur Verfügung hat und gleichzeitig war das so ein bisschen der Schuss in den Ofen, denn durch diesen Anbau der Feldkulturen sind natürlich einige Hafermissstände aufgetreten und das müssen wir in dem neuen Frühjahr unbedingt versuchen zu kompensieren. Jetzt gilt es allerdings erst einmal, dass wir hier sicher in den Winter kommen, durch den Winter kommen und jetzt werde ich hier erstmal wieder unsere Kräutersammler abziehen. Die brauchen wir ja aktuell nicht. Viel wichtiger wäre es vielleicht an dieser Stelle hier nochmal einen zweiten Förster hinzusetzen. Denn uns gehen Stück für Stück langsam aber sicher immer mehr die Bäume aus. Und die Flächen, die wir hier zur Forstwirtschaft zur Verfügung haben, die sinken rapide ab, weil wir einfach das Problem haben, das war das Falsche, das wollen wir natürlich
Weil wir einfach das Problem haben, dass unsere Siedlung schon so unheimlich ausgedehnt ist. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier so wieder ein bisschen stabil über die Runden kommen. Ich muss wahrscheinlich hier auch in dieser Folge mal noch ein bisschen planieren, dass also auch zum Beispiel hier hinten in diesem Bereich, naja, so ein bisschen brache Fläche Anschluss finden kann, auf der dann zum Beispiel ganz entspannt neue Bäume wachsen und zwar dicht besiedelt, dass sich dieser Baumbestand, wenn auch in Randbereichen, trotzdem wieder so ein bisschen erholen wird. Solange das noch nicht alles vorhanden ist, werden wir jetzt erstmal ein paar Bäumchen aus unserem Siedlungsbereich dazu nehmen, mit Ausnahme natürlich von unserem herrlichen kleinen Stadtpark. Der bleibt unangetastet. Da geht mir hier keiner mit der Sense durch, dass ihr das gleich mal wisst, liebe Freunde. Ja. Das heißt, es gibt jetzt auch in der Winterzeit hier noch einiges zu tun. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mal mit den Planierungsideen an. Wir haben ja schon gesehen, dass diese Schräge eigentlich gar nicht so toll geworden ist. Die eignet sich lediglich für die Erstellung von Feldern. Für Häuser ist das alles andere als geeignet. Wir sehen hier schon sehr, sehr tiefe Grate, die sich hier eingeschnitten haben. Jetzt im Winter kann man das nicht mal ganz so gut sehen. Im Sommer ist es fast noch besser erkenntlich, dass hier so wahnsinnige Abstände entstehen. Ich meine, gut, solange die hier reinkommen können, ist das alles noch okay. Ich kann dann halt an dieser Stelle keine Straße errichten, aber im Moment brauche ich da sowieso gar nicht dran denken, denn wir haben ja überhaupt gar keinen Stein auf Lager. So, jetzt darf die Bagage von sage und schreibe, ja im Moment sind es noch 33 Arbeitskräften, aber das werden wir gleich mal ändern, denn wir ziehen die ganzen Bauern von den Feldern ab, dann sind es sicherlich um die 100, die sich hier drum kümmern können. Jaja, 106 Arbeitskräfte, die sich jetzt hier um das Abholzen kümmern, und das sind so viele Bauern, dass ich das hier ruhig mit der Planierung mal in Angriff nehmen kann. Jetzt müssen wir nur mal gucken, diese Fläche ist in sich sehr, sehr blöd planiert. Das geht zum einen schräg nach oben, zum anderen schräg nach hinten. Deswegen wird jetzt die spannende Frage sein, wie können wir das so planieren, dass das dann auch noch hübsch daherkommt. Ich würde sagen, wir bleiben diesmal auf dem Höhenrelief, sodass wir doch ein kleines bisschen die Siedlung angehoben lassen und ziehen jetzt einfach mal entspannt nach hinten weg und gucken mal, wie das gelingt. Jetzt muss ich mich hier so langsam wieder vortasten und dann schauen wir mal, wie schnell das geht. Also hier muss viel aufgefüllt werden. Insbesondere nach hinten verschwindet hier natürlich unheimlich viel der Fläche. Und hier ist es jetzt schon wieder, das ist schon wieder ein Spiel auf Messerschneide, so wie das hier aussieht. Also hier werden wahrscheinlich auch wieder Zwischenräume entstehen. Es werden Unebenheiten entstehen, die wir im Nachhinein noch abtragen und verbessern müssen. Aber jetzt müssen sie das halt erstmal machen. Das Schöne ist, dass jetzt hier natürlich die ganzen Bodenressourcen wieder dazukommen, die wir vorher ja nicht mehr abgewirtschaftet haben. Also kommt hier sicherlich noch ein bisschen Erz dazu. Das könnten wir auch ganz gut gebrauchen, denn der Erzhaushalt ist ja im Keller. Ja, das Holz ist allerdings ganz oben in der Prioritätenliste, denn wir brauchen unbedingt auch einen neuen Minenarbeiter, der sich hier um die Versorgung unserer Erze kümmert. Den hatten wir, glaube ich, hier drüben platziert. Jetzt müssen wir mal gucken, ist das hier schon fertig? Bergwerk, ja. Hier könnten wir jetzt theoretisch schon mal jemanden einsetzen. Ich hoffe, das funktioniert, ja. Also sollten wir jetzt zumindest etwas Erz wieder erhalten. Ich setze jetzt mal über die Wintermonate 3 ein. Wir haben sicherlich noch irgendwo ein anderes Bergwerk. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Steinproblem lösen. Die Steinminen sind inzwischen so verstreut, dass ich gar nicht so richtig weiß, wo sie sind. Aber das können wir vielleicht so ein bisschen umgehen, wenn wir hier mal durch die Arbeiter switchen. Eine Steinmine ist auf jeden Fall noch hier. Ein Steinbruch. Da sind jetzt noch 1800 Steine. Das ist jetzt nicht sonderlich viel, aber besser als gar nichts. Und hier müssen wir natürlich unbedingt wieder Personal einsetzen, damit die Forsthäuser überhaupt, naja, im Sinne von Effektivität zum Zuge kommen. Ist ja dann kein Wunder, wenn da keiner drin ist, wird es natürlich auch keine Produktivität geben. Ja, und
Jetzt gucken wir mal hier vorne so ein bisschen Richtung unserer Fischer, dass hier wirklich nicht die Ressourcen ausgehen. Ich denke, im Moment ist das noch machbar. Dieser Fischer, der müsste bei Gelegenheit vielleicht mal weg. Ich meine, wir haben hier noch ein paar Fische, wir können es noch ein bisschen laufen lassen, aber auf lange Sicht müssen wir wirklich gucken, dass wir das Gewässer nicht überfischen. Ja, hier vorne an diesem Hafenbereich habe ich mir gedacht, wenn wir schon diese tolle Wackelkogge haben, zur Verfügung haben, die ja jetzt in unserem Stadtpark schon drin ist, warum machen wir denn nicht einfach so ein paar Schiffchen hier vorne in Richtung Hafen? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch relativ gut aussieht. Wir müssen nur einen Ort finden, von dem aus man diese schöne Kogge platzieren kann. Wir könnten zum Beispiel eine Kogge hier vorne mal in Auftrag setzen. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich habe jetzt direkt hier auf diesem Strandbereich geklickt. Das heißt, hier sollte man eigentlich erreichbar auch die Ressourcen hintragen können. Dann hätten wir hier so ein kleines bisschen Ambiente. Das können wir natürlich auch auf der anderen Seite machen. Nur da wird es natürlich ein bisschen schwieriger werden. Die Abstände werde ich wahrscheinlich hier zum Hafen gar nicht richtig einhalten können, denn ich glaube, dieser Grund ist nicht erreichbar. Jetzt steht hier zwar, die Konstruktion wurde gestartet, aber ob die hier vorne tatsächlich mit ihren Ressourcen rankommen, das müssen wir dann mal schauen. Wenn ich ganz großes Pech habe, dann muss ich irgendwie versuchen, das jetzt hier rauszufummeln. Ich meine, das wird schwierig, ohne den Hafen hier in Mitleidenschaft zu ziehen. Aber lassen wir uns mal überraschen. So, die Expedition ist bald zurück. Das heißt, wir werden eine neue Feldfrucht erwarten können. Vielleicht sogar Baumfrucht. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, was ich da eingestellt hatte. Ob Baumfrucht oder Feldfrucht. Ich lasse mich überraschen. Aber ja, wir können uns dann überlegen, wie wir dann mit der Felderwirtschaft weitermachen. Im Moment sieht alles erstmal soweit ganz gut aus. Ich denke, wir können uns durchaus erlauben, hier mal Gemüsepastete freizustellen. Wir haben immerhin 1000. Das ist ein neuer Rekord. So viel hatten wir noch nie. Und warum sollen die nicht hier in den Wintermonaten so richtig herrlich essen können? Ja, und jetzt müssen wir mal so ein bisschen beobachten, wie das mit der Fruchttrinkherstellung läuft. Eine Bäckerei hatten wir ja dafür vorgesehen. Diese hier. Ja, also Potenzial ist da, Obst ist da, Wasser ist genug da. Wir hatten ja auch hier den Brunnen in der Mitte platziert. Das sollte eigentlich funktionieren. Jetzt müssen wir mal gucken, wie lang das läuft. 0,5 Minuten, also eine halbe Minute. Das ist nicht sehr viel. Müssen wir mal schauen, wie schnell das dann tatsächlich funktionieren wird. Okay, so, wir hatten jetzt also das große Haferproblem. Ja, im letzten Jahr haben wir uns dafür noch entschieden, dass wir auf diesem Feld Hafer errichten werden. Und auch auf diesem Feld bleibt der Hafer auf jeden Fall zunächst erstmal drin. 1800 haben wir jetzt im Moment in unseren Lagergebäuden drin. Es ist ein bisschen schade, dass ich mir dieses Fenster hier nicht noch ein bisschen größer machen kann. Aber gut, man sieht es schon, in etwa 1800, wenn wir damit jetzt hinkommen bis zum Sommer, also bis zu den neuen Ernteerträgen, dann ist ja alles gut. Vielleicht entscheiden wir ja uns kurzfristig doch noch dafür, weil wir jetzt so viele Gemüseüberschüsse haben, dass wir auch auf diesem Feld zunächst einmalig Hafer erstellen. Sodass also in diesen Gebäuden auf jeden Fall die Lagerung insofern gesichert ist, dass die Schweine und die Hühner auf jeden Fall genug zu fressen haben. So, jetzt haben wir hier unseren Brennholzplatz. Der ist im Moment nicht beschäftigt. Hier fehlt es an Baumaterial. Das heißt, wir sind wirklich dringend darauf angewiesen, dass die Herrschaften hier so schnell es geht diese ganzen Bäume hier einsammeln. Ich werde das auch jetzt mal so ein kleines bisschen erweitern. Es ist natürlich eine ganze Menge, was jetzt auf die Herrschaften zukommt, aber da müssen sie jetzt durch. Ich kann es nicht ändern. Da müsst ihr jetzt einfach mal durch. Wie weit sind die denn hier oben? Planierung? Wie sieht's aus? Naja, also die Ressourcen werden schon mal abgehämmert. Sehr, sehr schön. Ja, 187 Arbeitsschritte. Gut, damit kann man ja noch leben. Das ist ja noch zu verschmerzen. So. Holunder haben wir entdeckt. Das ist natürlich grandios. Ein Holunderfeld möchte ich unbedingt. Ein Holunderfeld. Also das wäre doch nicht schlecht, wenn wir hier oben noch, wenn wir wissen, dass wir eh an der Schräge solche Schwierigkeiten haben mit irgendwelchen Wohngebäuden,
dann wäre es doch gar nicht verkehrt, wenn wir hier oben noch so ein Holunderfeld platzieren würden. Aber dafür müssten wir wahrscheinlich hier auch nochmal in unserer Schräge ein bisschen was verbessern. Also zumindest dieser Part muss noch nahtlos angeschlossen werden. Ich hoffe, das kann ich hier auch machen. Das müssen wir gleich mal überprüfen. Ja, es lässt sich realisieren. Jetzt wird dann hier hinten ganz sicher eine Ecke entstehen, aber gucken wir mal, wie gut das klappt. Ich hoffe, dass ich auch in dieser Länge dann agieren kann. Und ja, was dann mit den Wohnhäusern wird, das müssen wir dann natürlich schauen. Wenn wir dann natürlich hier hinten wieder eine flache Bereichsverlagerung haben, dann können wir natürlich auch Häuser wieder auf flachem Grund erstellen. Das soll dann auch nicht das Riesenproblem sein. Aber schauen wir mal, wie schnell die jetzt überhaupt sind. Ich meine, bei 100 Arbeitskräften sollte das jetzt wirklich lockerflockig von der Hand gehen. Ihr seht auch schon, wie die kleinen Ameisen hier erstmal die ganzen Ressourcen jetzt zum Lagerhaus bringen. Und da wird natürlich auch möglichst das hier vorne genommen. Wir haben ja hier einiges errichtet an Lagergebäuden. Ja, da ist jetzt alles drin. Wir haben auch Gott sei Dank jetzt wieder ein bisschen Stein. Der Stein ist sogar jetzt hier an diesem Plätzchen perfekt eingelagert, denn der Stein, der fehlte ja noch zum Bau unserer Bäckereibetriebe. Das ist nun hier alles vorhanden, das ist schon mal großartig. So, hier müsste eigentlich mal noch jemand in Brennholz rein, dass es hier nicht zum Stillstand kommt. Wir wollen ja schön Holzkohle produzieren, damit unsere Bevölkerung im Winter gar nicht erst in die Verlegenheit kommt zu frieren. Ja, und jetzt merkt man erstmals auch hier, dass das ganze Spiel auf zehnfacher Geschwindigkeit ein bisschen anfängt zu entgleiten. Es fängt so ein bisschen an zu ruckeln. Man merkt, dass der PC jetzt doch so ein bisschen am Arbeiten ist aufgrund der Berechnung dieser ganzen Bevölkerung hier und der Größe der Siedlung, die wir inzwischen erreicht haben. Ich kann von Glück reden, dass mein Computer im Moment noch in der Lage ist, das Ganze hier zu kompensieren bzw. zu verarbeiten. In 2 Jahren sieht es dann wahrscheinlich anders aus. Da werden wir vom Spielemarkt wahrscheinlich schon wieder ganz andere Anforderungen erwischt haben und dann muss man sich vielleicht nochmal Gedanken machen, ob man nicht den PC mal aufrüsten müsste. Aber solange das jetzt hier noch irgendwie funktioniert, bin ich zufrieden. Ja, wie wir dann diesen kleinen Huppel hier hinkriegen, da bin ich wirklich neugierig, wie wir das dann machen. So, jetzt müssen wir aber mal so ein bisschen einen Blick auch auf unsere Temperatur legen, dass wir hier trotz dieser herrlichen Planierungsfortschritte nicht in die Bredouille kommen, dass wir hier unsere Ernte verpassen. Das ist ja schon mal passiert und das war eine knappe Geschichte. Ja, und jetzt sterben hier schon wieder unheimlich viele an Altersschwäche und wir sehen auch schon wieder, dass unsere Schweine sterben an Unterernährung. Das heißt auf jeden Fall, dass wir hier große Missstände haben. Wir müssen unbedingt gucken, ob wir nicht hier noch ein bisschen was von unserem Hafer verteilen können. 1200 Hafer sind hier drin. Ja, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen einen Esel abstellen. Der muss jetzt hier Hafer transportieren. Wir müssen Hafer aus diesem Gebäude auf jeden Fall hier rüber ins Lagerhaus packen und zwar 1:1, wenn das geht, sodass das immer schön auf Hälfte bleibt. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass wir über diese kritische Phase jetzt rüberkommen. Ja, wir können natürlich andernfalls auch nochmal sagen, wir setzen nochmal einen Kräutertransport ein. Dafür wäre natürlich jetzt wichtig zu wissen, wo die ganzen Kräuter wieder sind. 36, 62, 911. Ja gut, dann sollen sie die 911 Kräuter noch transportieren. Ich möchte das diesmal vorsorglich gemacht haben. Nicht, dass wir wieder in so eine Engpass-Situation kommen und sind da nicht handlungsfähig. So hätten wir das zumindest schon mal im Marktplatz. Ich denke, das ist gar nicht verkehrt. So, fehlt immer noch ein Teil. Castle Barn, da ist diesmal gar nichts drin. Das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass wir da keinen Kräutersammler eingesetzt haben in dieser Ecke. Ja, also es ist
Es ist bitter. Im Moment sterben noch so viele Leute an Unterkühlung oder Altersschwäche, dass diese Jugendlichen, die eigentlich mit dazukommen sollten, um das Ganze wieder aufzufangen und zu kompensieren, schlichtweg hungern, fehlen und einfach nicht in der Zahl zur Verfügung stehen, um dann im nächsten Jahr mal richtig durchzustarten, mal richtig Gas zu geben auf den Feldern. Ist nicht möglich. Hei, wie das stinkt. Gott sei Dank müssen die Schweine nicht noch auf diesen Scheiterhaufen hier verbrannt werden. Das wäre eine Katastrophe. Tja, ich meine, unsere ganzen Brennholzplätze laufen ja auf Hochtouren. Wir haben 7000 Brennholz. Die Frage ist immer, an welchen Stellen in der Siedlung klemmt es denn eigentlich? Wo müsste man denn jetzt nochmal Feuerholz zur Verfügung stellen? Also hier hinten zeigt er mir, es wäre wohl nicht genug Feuerholz da, obwohl die hier Holzkohle drin haben und normales Holz auch noch. Wir wissen ja, dass Holzkohle länger brennt. Es ist eigentlich genug vorhanden. Die dürften sich eigentlich nicht beschweren. Oh je, jetzt wird's aber ganz, ganz knapp. Die Schweine, die quieken schon wieder strahlend in den Tod. Ja, kann man jetzt nur hoffen, dass unsere Esel schnell genug sind und die Ware jetzt transportieren. Wir gucken gleich mal. Ja, hier kommen jetzt schon die ersten Esel an. Und die Bauern holen jetzt natürlich auch den Hafer ab. Also ich denke, es werden diesmal nicht ganz so viele Tiere sterben, aber die verbrauchen ja auf jeden Fall hier Massen an Nahrung. Also da kommen wir gar nicht drum rum, als dann dieses große Feld hier mit einzuplanen für die Haferproduktion, dass hier 2640 Hafer einfach mal dazukommen. Anders geht das jetzt hier nicht. Gott sei Dank sind es in Anführungszeichen nur Schweine. Viel, viel schlechter wäre es, wenn die Produktion bei uns so einbrechen würde, dass hier die Dorfbevölkerung so wegstirbt. Das wäre viel, viel schlechter zu kompensieren. Das wäre nicht aufzufangen. Ja, jetzt gucken wir doch mal. Jetzt wären eigentlich unsere Bäckereibetriebe fertig. Eins, zwei. Ach so, das sind die Wohnhäuser. Also diese zwei müssten noch gebaut werden. Und hier werden wir wahrscheinlich auch nochmal einen Jäger errichten müssen, dass die hier sich auch nicht mit Krankheiten vielleicht noch anstecken. Natürlich die Frage, wo setzen wir den dann wieder hin? Ich würde sagen, dann machen wir uns hier mal so ein kleines lauschiges Plätzchen frei und setzen doch den Jäger einfach mal hier mit dazu in diesem Bereich. Ach so, ich muss mal gucken. Wir wollten ja hier noch diesen Obstgarten platzieren. Vielleicht sollte ich das erst machen und dann den Jäger. Na, der hier vorne, was ist mit dem? Der ist nicht besetzt. Ja, ich meine, das ist jetzt halt blöd. Ich kann nicht einen einsetzen. Jetzt bin ich schon bei 20 Arbeitskräften und der hat immer noch keinen Jäger abgestellt. Das ist wirklich zum Mäuse verdingsen, verkloppen. Diese Eigenschaft, dass wir das hier wirklich gezielt zuweisen können, die versaut wirklich, ich bin ganz ehrlich, die versaut den Spielspaß um ein Vielfaches. Das schränkt wirklich unheimlich ein und wird wahrscheinlich über kurz oder lang auch dazu führen, dass Herr Lama irgendwann mal sagt, nee, danke, es war wirklich schön mit euch. Es hat mir großen Spaß gemacht, aber irgendwann ist gut, irgendwann gucken wir uns mal ein anderes Spiel an. Es gibt ja genug Auswahl. Ist natürlich immer die Frage, worauf man Lust hat, aber ich denke, über kurz oder lang wird dann auch irgendwann mal ein anderes Spiel folgen. Dann brauchen wir ja auch mit diesen Schwierigkeiten nicht mehr großartig umgehen. Es sei denn, es kommt noch mal so ein bisschen was an Entwicklungsinhalt, um diese zumindest, ja, kleinen, aber doch sehr schwerwiegenden Fehler, wie jetzt hier diese Arbeiterzuweisung, wieder zu fixen, dann relativiert sich das Ganze wieder, denn es ist ja insgesamt betrachtet ja ein relativ schönes Spiel. Brauchen wir ja auch nicht motzen. Aber wie gesagt, wenn man es dann eine Weile über Wochen und Monate verfolgt, dann gewöhnt man sich natürlich auch an die Abläufe und hängt sich dann an solchen kleinen Dingen auch nochmal in einer anderen Güteklasse auf. Es ist ganz einfach so.
So, die Planierung ist abgeschlossen. Vielleicht ist das sogar noch ein bisschen zu hoch geworden. Aber wir können ja mal gucken, ob wir das nächste Gebiet dann vielleicht ein bisschen tiefer setzen und das dann einfach mit einer Schräge dann wieder ein bisschen ausbessern. Jetzt nehmen wir uns mal den nächsten Planierungsgrund vor. Gucken wir mal, wie weit wir das hier ziehen können. So, und jetzt gehen wir diesmal einfach von diesem Höhenprofil aus und dann gucken wir einfach, wie wir das miteinander anschließen können. Hier gehen wir direkt ebenerdig mal ran. Boah, das ist ja... Ach du liebe Güte, das kann ich nicht machen. Das kann ich wirklich nicht machen. Wir müssen noch ein bisschen runtergehen. Es nützt alles nichts. Wir müssen die Schrägen wieder so ein bisschen miteinander anpassen. Das wird eine heikle und spannende Aufgabe, denn hier werden sehr, sehr große Höhenunterschiede entstehen. Aber zumindest ist dann dieses Tal schon mal weg. Und ja, dann ist es ein kleines bisschen übersichtlicher, wie das dann gelingen kann, dass wir das hier alles schön anpassen. Das müssen wir dann einfach schauen. Solange der Jäger jetzt hier nicht funktioniert, werden wir jetzt mal manuell diesen Fuchs hier noch wegnehmen, damit er nicht unsere Tiere angreift. Ja, und du darfst jetzt mal auf die Planierung verzichten. Du trägst jetzt mal das Leder, junger Padawan. Tja, 97 Arbeitskräfte. Da ist wirklich ein bisschen was weggebrochen jetzt in den Wintermonaten. Ich sehe auch hier bei einigen wieder fehlende Kleidung, was natürlich für die Wintermonate überhaupt nicht schick ist. Denn die Versorgung mit Feuerholz ist natürlich das eine, aber wenn die Kleidungsstücke nicht da sind, ja, dann ist natürlich das nächste Problem da. Tja, jetzt wird es schon wieder knapp mit unserem Hafer. Mit ganz großem Pech müssen wir jetzt nochmal Hafer kaufen in diesem Jahr. Das ist natürlich bitter. Ja, euch ist kalt. Die Frage ist, wo geht ihr hin? Sehen wir denn an irgendeinem Häuschen hier ein Warnsymbol? Nee. Die frieren jetzt lediglich auf dem Weg. Das heißt, wir müssen die nächsten Kräuter, die wir hier bekommen, unbedingt in Kleidungsstücke investieren. Jetzt ist schon wieder ein Arbeiter an Unterkühlung gestorben. Also das ist natürlich sträflich, wenn das hier passiert. Das ist natürlich klar, das tut weh, aber da müssen wir durch. Wir können uns an den einzelnen Toten jetzt leider nicht aufhalten. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie hinterherkommen und das, was hier passiert, ein bisschen abfedern können. So, jetzt also wie gesagt erstmal Hafer. Hafer gegen Kräuter, wir wissen, das ist ein völlig unfaires Geschäft. Das rentiert sich eigentlich überhaupt nicht, aber trotzdem kommen wir nicht drum rum. Gehen wir doch mal auf 600. Ja, na gut, dann sind natürlich 1200 weg, aber wir brauchen diesen Bestand einfach. So viel ist schon mal klar, dann ziehen wir hier mal die Esel ab, dass die hier nicht noch mehr Kräuter, Dings holen, Hafer holen. Und dann können die zumindest schon mal den Hafer jetzt aus diesem Marktplatz rausnehmen und dann hier reinschaffen. Tja, ihr seid ein verfresstes Pack, Freunde. Aber sowas von, sieht man euch überhaupt nicht an? Die Schweine, ja, die haben großen Hunger. Lohnt sich eigentlich sogar überhaupt nicht so richtig, muss ich sagen. Diese Schweineproduktion ist für den Fleischhaushalt gedacht. Ich meine, das Fleisch kriegen wir natürlich auch durch Hühner und durch Rinder, wenn die sterben. Tja, also drei Tote an Unterkühlung gestorben. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ich habe einfach nicht genug, um Kleidung zu erhaschen, erhandeln, wie auch immer. Wir könnten natürlich hier unseren Schneider auch mal wieder mehr fordern, aber da ist jetzt schon wieder das Problem, dass hier unser Flachs fehlt. Ja, ich meine, wir können hier noch ein kleines Flachsfeld hinstellen. Wo hört denn dieser Garten auf? Ja, also Flachsfeld können wir eigentlich nur hier an diese Stelle positionieren. Können wir gerne auch noch machen. Ich glaube zwar nicht, dass die damit noch fertig werden. Und das ist natürlich auch unbedingt jetzt nicht das wahnsinnig
tolle Feld. Ich meine, 15 mal 18, das ist natürlich nichts, aber es wäre auf jeden Fall ein bisschen was. 15 mal 18, naja, wie viel wäre das? Vielleicht zwei Arbeitskräfte? Ja, komm, wir machen das. Immerhin, kleines Feld, dass sich das hier insofern kompensieren lässt, dass wir hier nicht in Stillstand kommen. Sollte auf jeden Fall für eine Saison auf jeden Fall ausreichen für den Schneider. Naja, und dann müssen wir einfach gucken, wie wir das dann weitergestalten. Wir wissen ja, dass hier kaum noch Tiere im Stadtbereich rumlaufen. Das heißt, wir müssten dann entweder sagen, wir importieren das Leder oder wir ja, müssten irgendwie gucken, dass wir uns die Kleidungsstücke importieren. Also was anderes fällt mir da jetzt gerade auch nicht ein. Wie sieht denn unser Baumbestand aus? 1500, naja. Das ist auch nicht so sonderlich viel, nicht wahr? So, jetzt wird diese Fläche hier noch planiert. 170 Arbeitsschritte. Na, die transportieren hier immer noch die abgetragenen Ressourcen ab. Eieiei. Stellt euch mal vor, wir müssten das alles erledigen mit, naja, einer Handvoll Arbeitskräften. Das wäre ein Skandal. So, Marie, du komm mal her hier. Ach nee, das ist ja ein Mann. Hm? Mariano. Adriano Celentano. Wir machen das jetzt hier mal mit dir, Manuel. Du darfst jetzt nochmal auf Molchejagd gehen. Guck mal, hier ist noch ein dicker Brummer. In den Po, jawohl, tot. So, hier ist doch noch ein Wolf rumgeflitzt. Bleib hier. So. Da liegt jetzt noch ein bisschen Leder rum. Das können sie hoffentlich auch alles gebrauchen. Ach Mensch, wie gerne ich jetzt hier eine Jagdhütte bauen würde. Aber was nützt es mir, wenn ich hier die Jagdhütte gar nicht in Betrieb nehmen kann? Weil der mir die Arbeiter nicht zuweist. Tja, wo sind denn unsere ganzen Jäger? Wir können ja mal durchswappen. Jäger, wo seid ihr? 8 Jäger haben wir, 25 Arbeitskräfte. Der wärmt sich auf, der wärmt sich auch auf. Ja, wenn wir jetzt bei den Jagdhütten überall die 3 runternehmen und auf einen maximalen Arbeiter gehen, dann wäre das die einzige Möglichkeit, hier nochmal die Jagdhütten alle in Betrieb zu nehmen, sofern dann überall nur einer drin ist, dann geht das vielleicht. Aber dann müssen wir einfach mal Stück für Stück durchgehen und das setzt natürlich voraus, dass ich diese ganzen Hütten hier erstmal wieder zusammenbekomme. Ja, hier ist auch noch einer. Wenn man das im Vorfeld wüsste, also dass zum Beispiel so eine Funktionalität nicht funktioniert, am Anfang ging es ja noch, deswegen konnten wir das nicht planen, aber weiß man das jetzt im Vorfeld und baut die Betriebe dann Stück für Stück auf, dann kann man sich auch Stück für Stück immer wieder diese einzelnen Betriebe dann natürlich gleich vorab einstellen und sagen, okay, wir wissen ja, dass wir später sowieso nicht gezielt zuweisen können, also machen wir gleich bei einer neu errichteten Jagdhütte die Reduzierung auf eine Arbeitskraft rein und dann ist das getan, dann muss man nicht später noch mühevoll rumsuchen, wo die Betriebe sind. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade, wir können auch nicht die Gebäude einzeln suchen, wir können nur die Arbeitskräfte suchen und wenn die jetzt nun gerade im Haus sind und sich aufwärmen, dann finden wir nun mal den Betrieb, den dazugehörigen nicht. So müssen wir das alles Stück für Stück und manuell nachbessern. So, jetzt sind wir schon bei 11 Arbeitskräften. Es sind noch Jagdhütten übrig, in denen das nicht eingestellt ist. Ah, auch hier. So, jetzt sind wir auf 9. Also jetzt sollte es doch passen. Wenn wir jetzt eine Jagdhütte errichten, sollten wir konkret und gezielt zuweisen können. Das ist schon mal gut. Also Problem behoben. Zumindest für den Moment. Und dann nehmen wir eine neue Jagdhütte jetzt noch mit dazu und platzieren die jetzt auch nochmal an diese Stelle. Der Garten wird vielleicht sogar noch fertig, aber die schlechte Nachricht ist, das nützt mir trotzdem nichts.
selbst wenn der fertig wird, wir können keine Arbeiter einsetzen. Dafür sind uns einfach zu viele Bewohner an Unterkühlung gestorben. Ist natürlich schön, dass die Produktivität unserer Kinder so hoch ist durch die Gebäude. Also familiär betrachtet gibt man sich hier richtig Mühe, legt man sich hier richtig ins Zeug. Aber meine große Hoffnung, dass wir also für das kommende Frühjahr hier richtig Gas geben können, die hat sich leider nicht bewahrheitet. Das lässt sich nicht realisieren. Im Gegenteil, wahrscheinlich wird es sogar noch ein bisschen schwieriger werden, hier alle Arbeitskräfte einzusetzen. Aber schauen wir einfach mal. Wir müssen natürlich auf jeden Fall, wenn dieses Feld hier fertig ist, auch hier erstmal die Arbeitskräfte wieder runterdrehen. Denn sonst will der von mir hier unheimlich viele Arbeiter einsetzen und das können wir gar nicht auffangen. Mit etwas Pech will der hier vielleicht direkt schon Arbeitskräfte einsetzen. Deswegen lasse ich hier auch mal noch den Holunder draußen. Ich will den mal noch nicht einstellen, obwohl natürlich es krabbelt in den Fingern, wirklich. Komm, ach komm. Nee, wir stellen Holunder ein. Ich will den Holunder haben. Denn Gemüse hängt immer so ein bisschen hinten dran als Rattenschwanz und ist eigentlich, was die Produktivität angeht, völlig in Ordnung, aber Obst fehlt uns immer noch. Massig und massiv, also ja gut. Dann müssen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auf einen Bauern auf dem Gemüsefeld verzichten. So, jetzt rennt hier ja mitten in der Siedlung auch schon wieder ein Wolf rum. Aber da haben wir einen Jäger, das ist schon mal gut. Also ein bisschen Leder kommt hier immer noch so zustande, auch wenn natürlich nicht mehr in der Güte wie noch am Anfang. So, was sagt denn unser Hafer? 493 Hafer. Ja, viel ist das nicht mehr. Das kann durchaus sein, dass jetzt hier hinten gleich die ersten Hühner sterben. Gucken wir mal. Soweit ist alles voreingestellt. Das Frühjahr darf also beginnen, minus 2 Grad. Das heißt, wir können eigentlich schon mal unsere Bauern zuweisen. Wir setzen jetzt mal 49 Bauern auf unsere Obstfelder. Und ja, 73 Bauern bräuchten wir eigentlich. Das geht natürlich nicht, wie wir wissen. Und ihr seht es auch hier wieder, manuell lässt sich hier überhaupt nichts einstellen. Das war einmal. Das lässt sich schlichtweg nicht realisieren. Ich kann jetzt hier überall durchklicken und mit etwas Glück habe ich dann die Zahl, die ich will. Aber ja, jetzt ist schon Ende Gelände. Mehr habe ich nicht an Arbeitskräften. Es sei denn, ich ziehe jetzt wieder Bevölkerung ab. Das heißt, von Bauarbeitern könnte man was abziehen. Wir könnten... Ja, da gehen wir jetzt mal auf 5. So viele Bauaufträge sind es ja nicht mehr. Das heißt, jetzt könnten wir hier noch 5 einsetzen. Aber auch die sind natürlich ratzfatz eingesetzt. Wir ziehen jetzt wieder Minenarbeiter ab, denn wir haben schon wieder 591 Erze. Das heißt, da sind nochmal 2. Ja, Stein können wir sowieso vergessen. Also ziehen wir auch 2 vom Stein ab und setzen die auch noch ein. Aber ihr seht es schon. Es ist bei weitem nicht das auf den Feldern, was wir eigentlich bräuchten. Jetzt gucken wir hier mal einzeln durch. 4 von 4, 10 von 10, da sieht es schon mal gut aus. Ja, jetzt der nächste Tod. Ein Hirte, der ließ sich jetzt natürlich wieder nicht ersetzen. Ja, der fehlt dann hier drin in dieser Weide. Gut, da müsst ihr jetzt einfach mal zu zweit klarkommen, Jungs. Ich kann es ja jetzt auch nicht ändern. Es ist natürlich jetzt einfach alles davon abhängig, wie viele Jugendliche denn jetzt noch mit dazukommen, dass wir hier wieder ein bisschen arbeitsfähig werden. 18 sind angezeigt. 18 sind in der Schule. Oder vielleicht schon raus. Hier ist gar keiner drin. Ja gut, die verteilen sich jetzt natürlich herrlich. 9 von 10. Und hier hinten hat man noch die andere Schule. 6 von 10. Ja, Jungs, ihr müsst Gas geben. Ihr müsst ein bisschen schneller lernen. Nützt alles nichts. So, und ihr müsst vor allen Dingen jetzt wieder... Ihr müsst jetzt vor allen Dingen erstmal wieder pflanzen.
Und jetzt haben wir natürlich wieder keine Kräutersammler. Ich spreche immer davon in größten Tönen, dass wir natürlich wieder arbeitsfähig werden müssen, was unsere Kräuter angeht, damit wir was zum Handeln haben. Ist allerdings nicht möglich, nicht realisierbar. Wir verteilen jetzt mal den leckeren Fruchttrink. Davon haben wir jetzt 350, das sind ein paar Kalorien, die können Sie haben, gerne. Käse gibt es ein bisschen was, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Da ist ja nur eine Bäckerei mit beschäftigt. So, wo können wir jetzt noch Arbeiter abziehen? Wieso arbeitet denn hier einer drin? Da habe ich doch gar keinen angesetzt. Naja, das hat sich wahrscheinlich auch verschoben. Durch das Zuweisen über das Plus-Symbol. Ja gut, dann müssen wir das beobachten. So, Holunder. Ihr baut Holunder an. Ja, das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Wenn dieser Brunnen dann noch fertig wäre, dann könnten die natürlich auch hier schnell zum Brunnen laufen. Ich würde ja jetzt zu gerne auch noch Vogelscheuchen platzieren. Ach komm, das machen wir. Vorbereitend. Dann ist das erledigt. Da muss ich nicht nochmal später mich drauf konzentrieren. So, ich denke, das sollte eigentlich schon fast reichen. Machen wir mal noch vorsorglich eine Vogelscheuche hier mit dazu. Dann sollte alles abgedeckt sein und dann sollte dieser Holundergarten auch noch herrlich funktionieren. Mit 10 Arbeitern, denke ich, sind wir hier gut aufgestellt. Ja, und dieses Feld, wenn das dann noch fertig wird, dann können wir hier auch nochmal schön einstellen, wie viele Maximalarbeiter wir einsetzen können oder müssen. Und ich denke, dann können wir auf jeden Fall, haben wir einen besseren Überblick über unsere Felderwirtschaft, als wir das in den Jahren zuvor hatten. Ja, und jetzt gilt es abzuwarten, insbesondere was unsere Schweine angeht. Denn wir sehen schon, die Hälfte haben wir jetzt auch nochmal eingebüßt innerhalb eines Monats. Also nicht mal eines Monats. Das kann man ja zeitlich alles ein bisschen schwer bemessen. Aber wir sind wirklich darauf angewiesen, dass jetzt die ersten Pflanzen mit dazu kommen. Das wäre wirklich wichtig. So, wir können eigentlich aus der Saftproduktion hier schon mal rausgehen. Denn wir haben sowieso keine Früchte mehr. Die müssen ja erstmal wieder kommen. 6 Früchte reichen bei weitem nicht aus. Ich denke, wir gehen vielleicht mal für den Moment hier noch in die Fleischpastete. Denn wir haben so viel Fleisch, das muss wirklich mal weg. Das ist natürlich schön, dass sich hier so ein Notreservenposten wieder ansammelt. Das heißt, wenn die verbesserten Nahrungsmittel alle aufgebraucht werden würden, hätten wir zumindest noch ein bisschen was an Überstand. Ist auch schön, dass hier die Fische wieder ein bisschen angesammelt sind durch das Verteilen verbesserter Nahrungsmittel. Jetzt geben wir auch mal noch ein bisschen Fleischpastete aus. Die sollen ruhig schön lange auf den Feldern bleiben. Selbst Fischfilet könnte ich noch austeilen, aber gut, lassen wir das einfach mal. So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt habe ich hier in diesem Forsthaus dieses Pflanzensymbol aktiv. Jetzt müssen wir mal schauen, ob unsere Arbeitskräfte hier tatsächlich mit dem Pflanzen beschäftigt sind. Hier könnten wir ja jetzt gut manuell nochmal einsetzen. So, du darfst gerne wieder Essen zum Haus tragen. Jetzt rennen sie aber doch wieder in eine andere Richtung. Gut, wo sind denn unsere Forstarbeiter? Das ist ein Jäger. Ja gut, dieser Jäger ist jetzt natürlich hier völlig fehl am Platze. Und was macht er hier? Das ist ein Holzhacker, der weiß gerade nicht, was er machen soll. Jetzt kann es natürlich sein, dass er erstmal wieder keinen Baum setzen kann. Oder aber, und das ist das, warum ich hier reingucke, ich habe hier das falsche Symbol aktiv. Jetzt machen wir mal das umgedreht. Jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Wird er jetzt fällen oder wird er jetzt pflanzen? Das ist laut Beschreibung, wie ich finde, jetzt auch nicht unbedingt so toll gelöst. Aber ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass er Holz fällen geht. Ja, der geht Holz fällen. Und genau das wollen wir nicht. Also müssen wir es doch wieder umgedreht machen. So, bitteschön. Ihr sollt pflanzen. Ohne Ende.
paar Bäumchen sind ja auch schon gesetzt. Jetzt weiß ich nicht, ob die gepflanzt wurden oder ob das jetzt nun automatisch passiert ist. Wir wissen ja, dass die sich automatisch auch wieder bewalden, die Gebiete. So, ihr Jugendlichen, gebt Gas. 23 Jugendliche sind es jetzt. Ja, es kommen natürlich jetzt wieder ein paar Kinder nach, aber ausreichen wird das hier noch lange nicht. Eieiei, ich darf gar nicht auf den Stein gucken, der wird mir schwindelig. So, okay, dass das hier so ein bisschen uneben ist, das können wir ja verschmerzen. Aber wie werden wir jetzt nun diese Gebiete miteinander in Verbindung setzen? Hier geht das definitiv viel zu hoch. Also wir müssen jetzt dieses tiefe Gebiet, was noch nicht ganz fertig ist, im Anschluss unbedingt mittels einer Schräge hier anschließen lassen. Und wir müssen gucken, dass wir irgendwann mal Stück für Stück aus dieser schrägen Gestaltung wieder raushuschen können. Auch schön, jetzt ist hier so wie so ein kleiner Grat nochmal entstanden, wo wir so hoch und runter rennen können. An sich sieht es schon recht schön aus, aber lassen möchte ich das trotzdem noch nicht. Das kann man besser umsetzen. So, also Gras haben wir jetzt wirklich genug, das Heu explodiert. Da können wir eigentlich schon mal gucken, wo sind denn die ganzen Heuproduktionen? Hier oben haben wir Gras und wir haben noch ein Heufeld auf der anderen Seite, um natürlich die Produktion der Rinder auch aufrechtzuerhalten. Das wäre also hier. Ja gut, jetzt sind hier natürlich viel zu wenig Arbeitskräfte drin. Das ist natürlich klar, dass das so jetzt nicht ganz funktioniert. Fischer starb an Altersschwäche. Schön, dass ich wollte gerade meinen einen Arbeitslosen, den ich hier hatte, gleich bei den Kräutersammlern einsetzen. Aber geht leider nicht. Ich vermute mal ganz stark, wir müssen vielleicht in der nächsten Zeit auch wieder neue Wohnhäuser bauen, damit einfach viel, viel mehr Bevölkerung jetzt da ist. Denn wir kommen ja jetzt mit den Nahrungsmitteln wirklich ganz gut über die Runden. Da brauchen wir uns ja nun wirklich nicht beklagen. Das ist schon super, wie es im Moment läuft. Und jetzt kommen auch schon die nächsten Erträge gleich dazu. Also ich denke, das ist jetzt wirklich gut gelaufen bisher. Jetzt muss das Zeug noch wachsen. Was sagt denn unser Haferbestand im Moment? Na, der Hafer ist aufgebraucht. Die Schweine werden bald also wieder sterben. Und es gibt auch keinen Hafer mehr in unseren Lagerhäusern. Das heißt, wenn dieser Hafer nicht baldigst durchkommt, dann sehen wir alt aus. Es sei denn, wir würden jetzt nochmal irgendetwas eintauschen, aber ich weiß beim besten Willen gerade nicht was. Also müssen wir wahrscheinlich wohl oder übel in Kauf nehmen, dass unsere Tiere sterben. Jetzt schauen wir einfach mal. Die Hühner sehen noch gut aus. Bei den Schweinen, denke ich, wird es zum Problem. Oh je, ihr habt noch richtig viel zu tun. Gut, der Hafer ist schnell wachsend, aber das ändert leider nichts an der Tatsache, dass das hier noch eine ganze Weile dauern wird. Wir haben zwar hier maximale Auslastung drauf. Naja gut, wollen wir mal nicht den Kopf in den Sand stecken. Vielleicht klappt es ja noch. Aber naja, ihr wisst es, ich bin ein bisschen kritisch. Wir bräuchten hier wirklich 5, damit das von Effektivität geprägt wäre. Können wir aber nicht, wir haben keine Arbeitskräfte. Das ist das erste Feld, was mit dem Hafer fertig wird und dieses Feld wird auf jeden Fall ertragreich werden, aber es hängt noch so ein bisschen hinterher. 300, ja gut, das geht jetzt relativ fix. Die 21 Hafer, die müssen jetzt noch eine Weile reichen. 16, ja, das wird eine knappe Kiste. Es wird auf jeden Fall eine knappe Kiste. So, jetzt sperren wir mal unsere Fleischpastete, die soll erstmal wieder ein bisschen produziert werden und geben etwas Fischfilet aus. So, 11 Hafer. In der Zeit haben wir jetzt hier schon ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja gut, also ich denke, das könnte gerade so reichen, gerade so. Ihr müsst Vollgas geben. Freunde, ihr müsst jetzt richtig Gas geben. Strengt euch an! Aber da fiebert man dann doch noch ein bisschen mit. So, 6 Hafer sind es bei den Schweinen. Da wird vielleicht gerade mal ein Schweinchen von satt. Aber dieses Feld ist fast durch.
Freunde, ihr schafft es. Ihr könnt sogar, weil ihr so fleißig seid, noch eine zweite Ernte schaffen. Gebt euch Gas. Gebt euch Mühe. Gebt euch richtig viel Gas, Lachgas besonders. Dann wird auch das Ganze noch ein bisschen lustiger, die Feldarbeit. So, ja, jetzt haben wir hier das Hungersymbol. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lang dauert das, bis die Schweine anfangen rumzumotzen? Hier fehlen noch 3-4 Arbeitsschritte, dann ist der Hafer jetzt durch. Ach, die tragen schon ab, das ist natürlich fantastisch. Ja, dann sollten die ja jetzt hoffentlich auch bald den ersten Hafer wieder auf ihre kleine Schweinezucht bekommen. Ich denke, das haut dann schon hin. Ist natürlich die Frage, wo wird der Hafer als erstes hingebracht? Möglicherweise in den Hühnerstall. Müssen wir mal beobachten. Also die sind hier noch... Ah, jetzt haben sie was. Gut. Oh, das war wirklich knapp. Wirklich knapp auf Messerschneide. Schwein zu Tode gehungert. Ihr habt doch gerade gefressen. Ja, was ist denn da los? Und ein Hirte ist an Altersschwäche gestorben. Gott sei Dank hat man einen Arbeitslosen, der jetzt eingesetzt wurde. Schwein zu Tode gehungert. Ach Leute, wisst ihr was? Ah ja, gut. Wir setzen jetzt mal einen Kräutersammler ein. In der Hoffnung, dass bald ein Schulkind wieder fertig wird. Schwein zu Tode gehungert. Ja, ich kann es nicht ändern. Es ist ein Skandal. Es lässt sich nicht ändern. Jetzt wird aber auch das zweite Haferfeld noch abgewirtschaftet. Ja, jetzt sind wir wieder bei 15 Tieren. Puh. Also das ist fast traurig zuzusehen. Fast traurig. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so tragisch. Wir haben so viel Fleisch. Wir könnten wahrscheinlich noch 10 Jahre lang Fleischpastete herstellen, ohne dass wir irgendetwas anderes herstellen müssten. Und ich meine, wenn wir schon davon sprechen, dann können wir das doch eigentlich auch machen. Ich meine, wir haben so viel Gemüsepastete eingestellt. Ich denke, wir können uns hier ruhig locker noch einen für die Fleischpastete mal leisten. Ich denke, das ist völlig in Ordnung. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass hier unsere... Ist denn unser Weizenfeld noch aktiv? Ja. Wir brauchen nämlich auch wieder dringend ein bisschen mehr an Weizen, denn es kann durchaus sein, dass dieses eine Feld auf lange Sicht nicht mehr reicht. Ja, ich denke, es sieht soweit erstmal relativ stabil aus. Guckt mal hier, die Zitrone ist durch. Jetzt ist es interessant mal zu sehen, ob diese Zitronen jetzt nun an diesen Bäumen hängen. Bei den Orangen haben wir es ja nun gesehen. Nö. Wir sehen leider keine Zitronenfrüchte hier dranhängen. Skandal. Allein aus diesem Grund würde ich wahrscheinlich beim nächsten Mal keine Zitrone auswählen. Das sieht bei den Orangen so viel schöner aus. Also, das ist schon toll, wenn da einfach auch die Früchte so ein bisschen dranhängen und leuchten. Guck mal, was das für einen Unterschied ausmacht. Ich meine, klar, das muss natürlich alles berechnet werden, aber es ist irgendwie doch nochmal ein ganz anderer Aspekt in dem Spiel. So, jetzt gucken wir mal, ob unser Holunder irgendwie schon was sagt. Okay, also da sind bis jetzt noch die Büsche zu sehen. Kennt ihr eigentlich diesen Holunder-Sekt? Viele von euch, die jetzt eher vom ländlichen Bereich kommen, vielleicht auch aus der etwas älteren Generation, denen sollte Holunder-Sekt ein Begriff sein. Gerade wenn dann so im Spätsommer die Früchte und Blüten abgeschnitten werden. Also Blüten zum einen, kann man ja auch Holunder-Sekt aus Blüten machen. Ich weiß gar nicht, da muss ich mir direkt mal das Rezept von meiner Mutter geben lassen. Ich habe zwar keinen Holunder hier, aber wer weiß, vielleicht irgendwann mal, wenn man 50, 60 ist. Das schmeckt so fantastisch. Den lässt man dann schön einlagern und irgendwann entwickelt der so einen eigenen Sprudelspritz, sage ich immer ganz gerne. Also so eine Art von Kohlensäure. Und das schmeckt einfach mega erfrischend, wenn man das im Sommer bei heißen Temperaturen eisgekühlt trinkt. Das ist eine wahre Wonne. Holundersekt. Fantastisch. Ja, das haben wir als Kinder immer gern getrunken. Irgendwann hatte dann die Mama keine Zeit mehr dafür, musste sich anderen Aufgaben widmen. Aber ist wirklich lecker. Vielleicht kennt das ja.
Ja, gut, also die Missstände sind für den Moment behoben. Wir haben auf jeden Fall erstmal genug Hafer, 1800, das reicht natürlich nicht aus. Wir wissen, es muss nochmal eine Ernte dazukommen, um hier auf jeden Fall sicher über den Winter zu kommen. Aber mehr kann ich jetzt nun wirklich nicht tun, als hier dieses Riesenfeld noch mit dazu nehmen. Das wird natürlich bedeuten, dass wir in Sachen Gemüse wieder Einbußen haben. Aber im Moment haben wir ja noch einen Überschuss in unserem Kontor. Also ich denke, das sollte schon noch hinhauen. Und hier kommt ja dann auch noch ein bisschen was an Ernte dazu. Sollte das jetzt nicht ausreichen, müssen wir natürlich auch nochmal ein weiteres Feld in Planung setzen. Aber ich denke, insgesamt betrachtet sind wir ganz gut aufgestellt. Vielleicht sollten wir auch mal, wenn das mit den Kartoffeln gar nicht funktioniert, mal ein Riesenfeld mit Kürbis machen, um dann einfach zu schauen, wie das miteinander funktioniert. So, jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit dieser blöden Schräge? Wir könnten sagen, wir verzichten auf diese Schräggestaltung insofern, dass wir hier wirklich einen ganz, ganz steilen Übergang machen und dass wir dann also hier kein Haus oder sonstiges platzieren. Vielleicht können wir gerade noch so eine schräge Straße setzen. Überall kriegen wir das nicht perfekt hin, aber zumindest ein bisschen anpassen würde ich das ganz gerne. Wir könnten natürlich auch versuchen, eine insgesamt Anpassung zu machen, also eine Schräge, die sich von hier unten bis nach oben zieht. Und dann hätten wir aber nichts gekonnt, denn dann bleibt es schräg. Wir wollen es ja wieder so ein bisschen gerade werden lassen. Die Frage ist nur, wie? Wir könnten natürlich auch sagen, hier hinten läuft keiner lang und wir ziehen hier den Cut. Und dann soll das hier alles auf einer Höhe sein. Das können wir natürlich auch machen. Ich denke, so machen wir das. Ja. Ihr wisst es ja, wir machen das. Wir machen das so entschieden. Ihr braucht gar nicht weiter abstimmen, es ist schon entschieden. ihr kennt es ja vielleicht, gerade hier in Baden-Württemberg ist es ja so, das ist ja ein großes und großartiges Weinanbaugebiet. Da hat man natürlich dann auch wahnsinnig viele steile Hänge, an denen dann der Wein platziert ist. Wein haben wir jetzt zwar im Spiel nicht, aber so ähnlich sieht dessen Gestaltung natürlich auch aus. Tiefe Einschnitte und, naja, wenn das nun mal unser Holunder ist, der jetzt hier steht, dann soll es der Holunder sein. Dann haben wir dann also hier einen großen Geländeeinschnitt. Ob das toll aussehen wird, ich bezweifle es. Wenn natürlich alles diese Steintextur hier bekommt, ich denke, dann könnte es sogar noch was werden. Dann sieht das vielleicht noch relativ natürlich aus. Realismusgehalt wäre eigentlich da und dann hätten wir hier zumindest schon mal wieder eine brache Fläche. Das ist gut jetzt. Ich meine, jetzt habe ich mir doppelte Arbeit gemacht. Dieses Gebiet habe ich durchs Planieren angehoben. Jetzt senke ich es wieder ab. Aber manchmal muss man solche Dinge einfach auch sehen, um dann eine Entscheidung treffen zu können. So, was sagen jetzt unsere Rinder? 10 Stück. Ja gut, jetzt läuft's. Ein kleines bisschen flüssiger von der Hand. Ja, sehr, sehr schön. Guck doch mal, wie schnell der Kürbis wächst. Der ist schon fast durch. Wie sieht es mit unseren Kartoffeln aus? Ich glaube, die wachsen noch. Ja, schaut mal hier. Die sind noch nicht im Ansatz für die Bewirtschaftung bereit. Also ich glaube, da sollten wir wirklich mal mehr in Richtung Kürbis gehen. Vielleicht lohnt sich das. Aber für den Moment und für diese Folge soll es das erst einmal gewesen sein. Ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bin erstmal froh, dass es überhaupt gelungen ist, am heutigen Tage eine neue Folge aufzunehmen. Und ja, ich wünsche euch an der Stelle alles Liebe, alles Gute. Passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Tschüss und Ade. Bis zur nächsten Folge, sagt der Lama.